Bro, er zieht ihre Socke aus, Bro. Ey, das gibt's gar nicht. Er zieht ihre Socke aus? Ey, die zieht sich doch nicht jetzt komplett aus. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Meine neue Freundin von Ron Bilecki. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, let's go. Wir sind uns in Berlin, Kurfürstendamm. Heute ist ein ganz großer Tag für mich. Wir haben auch richtig schön... Achso, geht das so von der Lautstärke oder nicht? Einmal reinschreiben, ob das von der Lautstärke so geht. Nee. Und ich wurde besucht und ich habe heute ein grandioses Date mit keinem Geringeren als der wundervollen, bezaubernden Estefania. Darf ich dich einmal zu mir bitten? Lauter, noch ein bisschen lauter. Warte, ich guck mal, ob man ein bisschen lauter machen kann. Ja, Digga, stark. Digga, ich bin halt sowas von lost, ne? Wir gucken uns gerade so, das ist so, so, jetzt müsste ein bisschen lauter sein. So Leute, also ich glaube, jetzt wisst ihr, warum heute mein Tag so gut sein wird. Ich bin die Estefania, ich komme aus Bamberg und bin heute extra von Ron nach Berlin gekommen. Ist doch cool, oder? Ja, richtig cool. Ja. Ey, also ich würde auch nach Bamberg kommen, aber ich... Ihr müsst euch so vorstellen, Estefania, die ist auf Instagram ein bisschen freizügiger angezogen. Also, das ist wirklich schon krasse Nummer. Wirklich. Hol ihr ab von den Kopfhörern. Bro, ich seh schon. Stark, Digga. Gerade im Livestream, Leute. YouTube seht das gerade auch. YouTube, wir machen gerade perfekte Sachen hier. Freue mich. Hab auch schon Hunger. Super. Trinkst du gerne Alkohol? Für dich kann ich mir ein Gläschen genehmigen, ne? Ja? Ja, ausnahmsweise. Würdest du für mich auch ausnahmsweise dir zwei Gläschen genehmigen? Oh, nur weil du so lieb fragst. Wie alt bist du eigentlich? 32. Hattest du mal so eine wilde... Aber seid mal ehrlich, sie sieht nicht aus wie 32, Leute, oder? Seid mal ehrlich, sie sieht niemals aus wie 32. Ich hätte jetzt gesagt, Estefania sieht aus wie, ja, 29. So 28. Die sieht komisch aus. Ja, Bro. Also, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, vor ein paar Jahren. Definitiv. Mein Tag beginnt auch eigentlich... Erst Mittag, oder? Ja, mittags, das macht 17 Uhr. Achso, für den TikTok-Chat nebenbei. Wir sind live auf Twitch und wir reacten auf Videos. Also, es sieht für euch dann so aus. Guck mal. Ich kann leider nicht alles zeigen. So sieht das aus. Das ist Faultierweibchen mal. Genau. So kann man das zeigen. Aber ihr müsst rüberkommen, Chat. Ihr müsst auf jeden Fall mal rüberkommen. Weiter geht's. Ihr Baby ist ein halbes Jahr alt und sieht schläfrig aus. 40, oha. Sind Faultiere wirklich so faul? Ausnahmsweise dürfen wir ins Gehege, um mehr herauszufinden. Meister! Film mich ruhig. Das habe ich das letzte Mal gekriegt, vor einem Jahr ungefähr. Und das war auch jemand so aus deiner Liga, sag ich mal. Also Dankeschön, lieber Gott, hier ist jemand, der braucht viel Glück die nächste Zeit. Ja. Ey, ich sag dir ehrlich, Ron ist schon wirklich ein verrückter Typ. Also Ron ist wirklich so jemand, Digga, ich habe früher seine Streams immer geguckt. Der hat ja auch früher auch, oder mittlerweile macht er immer noch Casino-Streams. Aber Ron ist wirklich jemand, der ist komplett verrückt, Leute. Also Mykonos war schon verrückt. Da werden wir gleich auch ein paar Ausschnitte sehen, Leute, von Mykonos. Und das werdet ihr auf jeden Fall gleich im Video sehen. Also wie verrückt Ron wirklich ist. Heute auf jeden Fall. Leute, Regel Nummer 1, immer Gentleman sein. Bist du eher so der Sommermensch oder der Wintermensch? Nee, total, der Sommermensch. Ja? Ja, also kaltes Wetter, Regen und... Digga, ich schwöre, es schneit und sie hat halt wirklich... Warte mal, Bro. Ron ist crazy, aber trotzdem hat er ein gutes Herz. Ja, Mann. Ich sag euch ehrlich, ey, es schneit. Guck mal bitte, was sie anhat, Leute. Meine Kamera verdeckt gerade alles. Sie läuft hier einfach... Warte, ich zeig euch das mal. Sie läuft hier einfach bauchfrei rum. Hat einfach noch so einen Top an, Bro. Also wirklich, ist maximal, Alter. Maximal, Leute. Während es schneit. Ich schwör's euch, zieht euch das mal rein. Oder soll ich da... Warte, ich mach das mal ein bisschen... Ich mach die Reaction-Kamera ein bisschen an die Seite. Ist vielleicht ein bisschen besser, Chat. Dann kann man das ein bisschen besser sehen. Nee, boah, ey. Aber du siehst ja auch sommerlich angezogen aus, deswegen passt ja. Klar, sie wird gut. Bruder, ich hab ein bisschen was gerade schon gesehen. Du wirst dich gleich wundern, Alter, was gleich passiert. Sie wird
wichtigste Frage. Bist du vegan? Ich sag's euch. Nein. Also ich lieb Fleisch. Sehr gut. Trinkst du gerne Champagner oder schon so das härtere Zeug? Nee, tatsächlich trinke ich am liebsten Bier. Ronny? Zwei Bier. Ich hatte echt lange nicht mal so ein gutes Date. Ey, ich sag dir ehrlich, Ron ist so verrückt, ne? Alleine guck dir mal diesen Konsum wieder an, Alter. Es ist immer wichtig, dass die Leute nicht denken, man ist komplett Alkohol. Richtig, ne? Immer so schön entscheidbar. Aber das ist, glaube ich, eine Sonnenbrille. Chat, jetzt seid mal ehrlich. Ich glaube, das ist eine Sonnenbrille, wie meine, also meine normale Brille. Die verdunkelt sich, oder? Einmal bitte reinschreiben. Ich glaube, Ron müsste die gleiche Brille haben, so wie ich, theoretisch. Nur, dass sie sich verdunkelt. Die Frau macht mir Angst. Bro, ich weiß nicht. Ja, genau. Aber ich krieg das gut hin. Die Leute wissen gar nicht, dass ich... Aber ich glaube schon. Also, dass das die Brille ist. Oh Gott. Okay, Stefania. Weil viele fragen sich jetzt bestimmt. Was machst du eigentlich? Also, gut aussehen tust du auf jeden Fall. Danke. Ich bin bei Instagram aktiv, ne? Ja? Ja, genau. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du Instagram machst, weil du hast sehr schöne Augen. Oh, danke. Bruder, der Typ ist sowas von unangenehm, ne? Ich schwör's dir. Das Krasseste, was ich bezüglich Feiern jemals gemacht habe. Bei mir gibt's Salat heute. Ja. Ey, der ist sowas von maximal, ne? Ich schwör's euch, Leute. Einmal über die Schenkel legen. Ja, bitte. Danke. Gerne. Ey, guckt woanders hin, Bro. Das ist mal den heftigsten Absturz. Den letzten Absturz hatte ich vor 3 Jahren auf Mykonos. Auf Mykonos. Ja. Ich war auch schon ein paar Mal auf Mykonos. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er für Clips einblendet. Er sagt, er war ein paar Mal auf Mykonos, das kann einfach nur schlimm werden. Ich glaube, da gibt es auch schon 1-2 Videos so. Okay, Digga, ich will die Videos eigentlich jetzt nicht sehen, aber wir gucken uns die Videos an. Ich werde jetzt hier so einmal für die Zuschauer einblenden, damit die da nochmal ein besseres Gefühl bekommen. Oh mein Gott. Was ich so auf Mykonos gemacht habe, war aber ruhig. Da ist nicht so viel passiert. Okay. Digga, er raucht, während er läuft, Bro. Er macht einfach so Sport und während er einfach auf dem Laufband ist, raucht er einfach eine Zigarette, Digga. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Ja. Danke, dass du meiner Familie 50.000 für das Auto geschenkt hast. Gar kein Thema. Digga, wie random. Danke, dass du meiner Familie 50.000 Euro für das Auto geschenkt hast. Digga, was? Warte mal. Wie, woher kam die jetzt, die Alte? Okay. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Danke, dass du meiner Familie 50.000 für das Auto geschenkt hast. Okay, Digga, das muss inszeniert sein. Das kann nicht echt sein, Leute. Gar kein Thema. Das hat mich so geholfen. Danke dir. Gar kein Problem. Ja. Bekannte. Ah, okay. Ja. Na, das kann nicht echt sein, Chat. Ich glaube nicht. Fake, okay, fake. Also Chat schreibt auch fake rein. Okay, das müsste fake sein. Okay, Alter, ich bin jetzt gespannt. Er sagt, wir deuten das an für ein Thumbnail. Ja, ich freue mich. Ja? Okay, sehr gut. Wird richtig, richtig besonders heute. Ja, das hoffe ich. Ja. Wir haben uns hier zusammengefunden in meinem eigenen Podcast. Der Podcast ist nicht irgendein Podcast, Estefania. Der Podcast ist Rons Casting Coach. Und jetzt sage ich euch mal ganz kurz eine Sache. Ja? Wir sind hier gerade noch auf YouTube. Ladies and Gentlemen, aber ich sag euch ehrlich, was hier noch passiert... Krass, ja, ist alles geplant. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit den 50.000 Euro, dass das geplant ist, aber ich denke mal, der Rest ist wirklich so, wie Ron ist, glaube ich. Also, ja, doch, ich glaube schon. Passiert auf dieser Couch, oh, ja. Bleibt auf dieser Couch, richtig? Yes, I got it. I had some advanced English sessions. Digga, was passiert dir bitte, Bro? Digga, was geht dir bitte ab, Leute? Junge, wie redet der Englisch? Der ist ja schlimmer als ich, Digga. Kenny unterschreiben war... Ich dachte, Kenny unterschreiben war schon schlimm. Aber das ist ja maximal unangenehm. But, sorry, guys. Ich glaube, das versteht sonst keiner. Also, Leute, wir sind hier mit Estefania heute vor Ort auf meiner Casting-Couch. Und jetzt
wollen wir einfach mal so ein bisschen in die Materie hineintauchen. Mach lauter Twitch, wir sind live auf Twitch, Digga. Geh auf, ach so, bei lauter also, machen wir Twitch. Estefania, dieses Format, was wir... Oder ich weiß gar nicht, eigentlich müsste die Lautstärke eigentlich gut passen. Müsste eigentlich. Hier gerade machen, wird es geil, in Zukunft öfter geben. Möchtest du stilles oder Sprudelwasser haben? Oh, spritzig. Spritzig? Das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Gar kein Problem, schenke ich dir ein. Oh mein Gott. Oh, soll das der Mann... Digga, ich bin kurz davor, so ein Lachflash zu schieben. Ne? Neue Brille bist du. Daneben. Achso, sorry. Ich bin dir mal behilflich, ich ne? bin ein bisschen daneben gekommen. Alter, du hast meinen Schuh gegossen, ey. Was? Ey, das kann einfach nur krank werden. Ja, ist so gut mit der Lautstärke. Okay. Weißt du, was mein Fetisch ist? Schuhe ablecken. Oh. Bruder, was macht der da? Ey, ich schwöre, das kann man auf TikTok nicht zeigen. Ich sag euch ehrlich, Leute, das ist wirklich maximal, Alter. Das wird beschränkt, ich sag's euch. Okay, cheers. Fuck, Mann, der ist richtig feucht, ey. Bruder, ich muss raus. Digga, was sagt der jetzt? Ah, okay, ich dachte, er kippt so. Das. Ich glaube, du hast ein gewisses Vertrauen zu mir aufgebaut, richtig? Das ist sass, Bruder. Und das ist mehr als sass, Digga. Das wäre mir maximal unangenehm, Digga. Das wäre mir wirklich maximal unangenehm. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben das gesehen? 5700 Likes. Steht nicht mehr. Ah, doch, 104.000 nach 15 Stunden, überleg mal. Geiles Video, Unterhaltung, 10, Unterhaltung ist wirklich 10 von 10. Wir gucken jetzt weiter, Alter. Ich hör's dir. Ich schon so in der deutschen YouTube-Szene schon sowas wie ein Motherfucker bin. Ein bisschen, ja. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du bereit dazu wärst, meiner Community die ein oder andere perverse Frage zu beantworten. Ja, ich denke schon. Ich höre, das ist wirklich dieser eine Freund, der nichts peinlich ist. Ich sag euch ehrlich, ich guck gerade hier auf den Chat, also man guckt so rüber, Leute. Ich zeig euch mal, wie das so... Ich kann euch mal den Chat lieber nur zeigen. Ich zeig euch den Chat, so wird das okay. So ist besser. Ich habe heute einen richtig guten Tag, ja. Komm mal kurz ran. Frage Nummer 1. Wie hoch ist dein Bodycount? Weißt, Bruder, was macht der, Digga? Ich schwör's. Ey, Chat, ich schwöre, ich kann nicht mehr, ja. Ich okay. kann nicht mehr. Klär mich auf. Ich klär dich gerne auf. Der Bodycount ist, wie viel Kilogramm Markus Rühl am Tag im Bankdrücken drückt. Digga, was? Ey, der Typ ist so lustig, ne? Ich schwör's dir. Der Bodycount heißt natürlich, wie viele Männer hast du in deinem Leben schon gehabt? Im Bett. Vögeln. Digga, ich schwör's dir, das kann ich nicht zeigen. Ich glaube, ich bin wirklich eine langweilige Person. Insgesamt, nee, komm, insgesamt einfach raushauen. Aber krass. Sei du selbst, sei authentisch. Es waren weniger als 15. Weniger als 15? Ja. Krass, okay, Alter. Alles gut. Weniger als 15, dann wird es 10 sein. Gut, ja. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage und beantworten meinen Bodycount nicht. Ja, besser ist es. Aber eigentlich bin ich schon neugierig, Ron. Mein Bodycount liegt so bei 10. Ach, Digga, was erlaubt. 10 am Tag. Wer 10.000? Jetzt habe ich ein paar YouTube-Kollegen, die ich im Laufe meiner brillanten Karriere Digga, kennengelernt habe. Und da würde ich dich gerne mal fragen, ob du mit denen mal picknicken gehen würdest. Oh mein Gott, okay. Wir haben hier einmal den ganz großen und Knossi. Königlichen Knossi. Könntest du dir vorstellen, mit ihm mal picknicken zu gehen? Ja, why not? Ich meine, Knossi kann ja gut tanzen, ne? Außerdem sieht er doch ganz sympathisch gesehen? Aus. Ja, genau. Aber ich sag dir ehrlich, Knossi ist wirklich ein sehr sympathischer. Wirklich. Also richtig sympathisches Knossi. Ehrlich jetzt, Leute. Das ist unglaublich. Also seine Aura, ne, die... Also der ist anders, Leute. Vertraut mir. Ich muss auch zuletzt, denn. Dann haben wir... Nico. Den wirklich Business... Knossi 10 von minus 10, 0. Ja, Digga, Knossi ist eine 1000, Digga. Ich sag dir ehrlich, also der ist
Also für die Hupen braucht man einen Führerschein safe, Junge. Knossi sympathischer wie Montana safe. Digga, Montana Black hat mich blockiert, Chat. Sag euch ehrlich. Informen InScope 21. Wie? Also dieser Mann, der hat im Business wirklich sehr viel falsch gemacht und macht immer noch sehr viel falsch und wird weiterhin sehr viel falsch machen. Aber das, was du hier lesen kannst, ja, sind ägyptische Hieroglyphen. Die versteht keiner, aber das ist seine Modemarke. Würdest du mit dieser Person picknicken gehen? Nein, ich habe ihn auch noch nie gesehen. Ups. Digga, wie cringe, ne? Ich schwör's dir. Hat das sich gerade selber beschrieben. So, dann haben wir noch einen sehr guten Freund von mir, ja? Ron Bielecki. Sein Name ist Ron Bielecki. Digga, jetzt bin ich gespannt, was sie zu Ron Bielecki sagt. Würdest du mit ihm picknicken gehen? Absolut, er, Mann. Er hat hier eine Zigarre im Maul und sowas. Ja? Ja, guck ihn dir an, ja. Ja? Klar. Digga, wie unangenehm er auch sitzt, ne? Ich weiß gar nicht. Guck mal, okay, vielleicht will sie das auch. Dankeschön für Teamherz. Aber ich weiß nicht, Digga, wie unangenehm nah er auch ihr sitzt. Weißt du, was ich meine? Natürlich, die können sich jetzt auch von länger kennen, aber ich weiß nicht, weißt du? Ja. Wirklich? Ja. Ja. Also wäre ich Ron Bielecki, würdest du mir einen Kuss auf die Wange geben? Yes. Jetzt gehen wir ein bisschen in den Deep Talk rein. Yes. Und jetzt stellt sich mir nur so Er möchte Frage. Sachen. Bro, er möchte noch Sachen machen. Ey, Junge, es ist... Ich sag dir ehrlich, Maxi, es ist verrückt. Ja. Welche Farbe hat dein Höschen heute? Oh. Digga, was stellt er für unangenehme Fragen? Er sagt Deep Talk, Bro, und fragt, welche Farbe hat dein Höschen heute, Bro? Alter, das ist maximal Vielleicht unangenehm. Ich auch gar keins. Hab ich das so gesagt? Okay. Du darfst einmal raten, Ron. Ich darf einmal raten? Ja. Ey, ich kann nicht mehr, ja. Vielleicht hat... Ey, es ist wirklich gerade zu viel. Soll ich raten? Ja. Rosa. Out. Ja, out? Ja, falsch. Was ist richtig? Digga, sie macht auch wirklich maximal... Rate mal, Bro. Soll ich raten, welches Höschen sie anhat? Bro, ich schwöre. Also, wenn ich weiß, was gerade abgeht, Leute, alles entspannt. Schwarz. Sie hat schwarz an. Hat dieselbe Farbe wie dein supergeiles Sofa. Blau. Ja. Boah, was? Blau, Bro? Blau? Hä, Digga? Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die blau Hand hatte. Bro, ich dreh durch. Ich dreh durch, Leute. Wie kann sie blau anhaben, Bro? Hä, Digga, was? Du sagst, dein Höschen hat die Farbe blau. Ja. Dürfte ich das einmal kontrollieren? Ausnahmsweise, ja. Ich glaube, heute ist dein Glückstag. Digga, ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Lass mich das mal kontrollieren. Es ist maximal unangenehm gerade. Das heißt, auf YouTube ist jetzt Feierabend. Wir gehen weiter auf 4Based und wir machen euch mal einen kurzen Eindruck, was euch jetzt auf 4Based erwartet. Hä, Digga, was passiert hier jetzt gerade? Ich bin erst richtig los. Steh auf, ich kann dir helfen. Guck mal. Ich mach dir die mal auf. Sehr gern. Ich bin damit ein bisschen geübt. Nur ein bisschen. Ich merk schon. Ja. Bro, ich kann gar nicht mehr, ja? Ich sag euch ehrlich, wieso hast du blau an? Nein, Bro, wir zeigen euch das ein bisschen anders. Fragt mich bitte nicht. Fragt mich bitte nicht, Leute. Bitte. Darf ich mal kurz deine Socke riechen? Boah, bitte, ey. Oh, oh mein Gott, das ist übelster Käsefuß wahrscheinlich. Oh. Aber man muss auch wirklich sagen, Ron kann wirklich gut unterhalten, ne? Muss man natürlich auch sagen. Dieses Video wäre mir maximal zu unangenehm. Natürlich jetzt Ballermann und so, ne? Habt ihr ja die Videos gesehen von mir, wo ich am Ballermann war, ne? Was im Livestream passiert ist oder so. Aber das wäre mir ein bisschen zu viel, Digga, ne? Weil am Ballermann natürlich küssen und so. Da, ne? Aber, Digga, das ist mir ein bisschen zu unangenehm, Digga, jetzt, dass sie da einfach, ja, wie soll man das sagen? Länder. Stell mal das Video nach. Ah, Bro, was? Oh, bitte. Bruder, wie soll ich das Video nachstellen, Digga? Darf ich die Socke ausziehen? Warte mal. Bro, er zieht ihre Socke aus, Bro. Ey, das gibt's gar nicht. Er zieht ihre Socke aus? Ich will nicht wissen, was er jetzt macht. Ey, das wäre mir maximal unangenehm.
Okay, vielleicht kennen die sich schon so länger. Das weiß ich jetzt nicht, aber das wäre mir ein bisschen. Mein Gott, ich kann nicht mehr. Oh, Blauschimmelkäse. Blauschimmelkäse, Bro. Warte mal, die andere Wo auch noch. Wo bist du, Ohrenkopf, ey? Warum? Ey, hätte ich das gewusst? Oh, Gouda. Zeigst du dich nackt? Aber du musst mir mit dem BH helfen, verstehst du? Ja, na klar. Digga, was passiert hier? Ey, die zieht sich doch nicht jetzt komplett aus. Ey, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Digga, was? Hä, was ist 4Based für eine Plattform-Chat? Ist das wie OnlyFans oder was? Ich glaube, 4Based müsste ja was mit OnlyFans sein. Weil ich glaube nicht, dass du dann komplett nackt da sitzen darfst. Hä, Digga? Kein Plan. Ich weiß auch nicht, was 4Based ist. Aber falls euch das Video gefallen hat, Leute, ich will euch jetzt, ey, wirklich, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Videos. Ich freue mich auf euch, Leute. Bis zum nächsten Mal.